Perfekte Kulisse in Dresden an diesem Dienstagabend. Über 26.000 Zuschauer sorgen für Stimmung. Mannheim ganz in Weiß nach zwei Spieltagen erst mit einem Punkt schon ein bisschen unter Zugzwang. Und hier von Beginn an auch mit ordentlich Zug zum Tor. Das ist Jans. Laurent Jans, der Kapitän der luxemburgischen Nationalmannschaft, setzt das erste Ausrufezeichen dieser Partie. Bisschen glücklich, der Ball kommt vom Gegner, zwei Minuten gerade mal gespielt. Im April erst das letzte Duell hier zwischen Dynamo und Mannheim. 2:1 hieß es da für die Sachsen. Aber hier gehört die Anfangsphase eindeutig den Waldhöfern. Abifade, Neuzugang aus Meppen. Und da muss sich Dynamo-Keeper Drilica strecken. Starke Szene von Samuel Abifade, der Mittelfeldspieler, erzielte vor einem Jahr noch im Trikot von Meppen ja drei Treffer beim 6:2-Sieg gegen Waldhof. Ja, vom Aufstiegsaspiranten aus Dresden bisher nicht viel zu sehen, läuft nicht viel zusammen. Und dann dieser Klops von Will. Karls holt sich den Ball, aber dann verdattelt Hermann das Ganze. Riesenmöglichkeit für die Kurpfälzer, hier in Führung zu gehen. Kläglich vergeben, ordentlich Glück für den achtmaligen DDR-Meister. Und auch danach läuft das Spiel nur in eine Richtung, und zwar in die des Tores der Gelb-Schwarzen. Wieder Abifade, nächste gute Möglichkeit vertan. Das Team von Waldhof-Coach Rüdiger Rehm eindeutig spielbestimmt. Dresden bis dahin ohne eine ernsthafte Offensivaktion. Jetzt vielleicht mal Kutschke, und der passt unfassbar. Erster gefährlicher Angriff und Dynamo führt. Stefan Kutschke, der Kapitän, im letzten Duell, letzte Saison schon Schütze des Siegtreffers, darf wieder jubeln. Schlechte Abstimmung in der Waldhof-Deckung. Und dann hat Lucien Havrilok, der für Bartels nach seiner Gehirnerschütterung aus dem Spiel gegen Lübeck im Tor steht, keine Chance. Halbe Stunde vorbei, Dresden plötzlich mit ganz anderem Auftreten, mit viel Tempo durchs Mittelfeld. Hermann, Barkowski, Hauptmann, und auch der trifft. 2:0 Dresden durch Niklas Hauptmann. Und was für ein sehenswerter Treffer. Klasse herausgespielt und dann überragend gemacht vom Torschützen. Alles ein bisschen zu schnell für die Mannheimer Defensivabteilung. Zur Pause führt die Mannschaft von Markus Anfang mit 2:0. Nach diesem Spielverlauf ein bitterer Halbzeitstand für Rüdiger Rehm und sein Team. Nach dem Wechsel zwei neue bei Waldhof, Sohm und Guras kommen für Hermann und Hawkins. Aber Dynamo weiter mit viel Selbstvertrauen. Borkowski, und da fehlt nicht viel, Dennis Borkowski. Und wie bei den beiden Gegentreffern, die linke Abwehrseite von Mannheim alles andere als souverän. Und auch danach vom tollen Offensivfußball der Gäste aus den ersten 20 Minuten nicht mehr viel zu sehen. Im Gegenteil, Waldhof wackelt weiter und muss aufpassen, nicht den nächsten Treffer zu kassieren. Die Mannheimer jetzt völlig von der Rolle. Rüdiger Rehm, Nachfolger von Christian Neithardt, nach den Abgängen von Stammkräften wie Marc Schnatterer oder Dominik Martinovic, noch mit ordentlich Arbeit das neue Team zu formieren. Schon in der letzten Saison Waldhof mit extrem schlechter Auswärtsbilanz. 13 von 17 Partien auf des Gegners Platz gingen verloren. Und das sieht hier noch nicht viel besser aus. Havrilok rettet gegen Hauptmann. Die Führung für Dresden jetzt völlig in Ordnung. Ja, und Mannheim in der zweiten Hälfte noch ohne Torschuss. Gute Viertelstunde noch zu spielen. Jetzt vielleicht mal Sechelmann, der Innenverteidiger, und in der Mitte Mabella. Na also, Jan Mabella, der Franzose, kurz zuvor eingewechselt für Lokel. Volles Risiko, aber nicht belohnt. Zumindest aber ein kleines Hallo wach bei Mannheim. Die Schlussphase läuft. Der eingewechselte Tass auf Jans. Und seine Hereingabe findet Sohm, Anschlusstreffer. Pascal Sohm, ausgerechnet der ehemalige Dynamo, kam vor 1,5 Jahren aus Dresden. Heute nicht in der Startelf, aber jetzt durch seinen Treffer nochmal Hoffnung für Waldhof. Zwei Minuten noch reguläre Spielzeit, nochmal Mannheim mit dem Schlusssport. Geht da vielleicht noch was? Wieder Mabella, aber das war die letzte Möglichkeit in dieser Partie. 2:1 der Endstand. Markus Anfang und sein Team mit einem verdienten Heimsieg gegen insgesamt viel zu harmlose Mannheimer.